Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die schwarze Hoodie-Box von Shadow 030. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Schwarzer Hoodie Block Panorama Box, so nennt sich das Ganze. Es ist das Debüt-Release, das erste richtige Album von Shadow 030 und das auch gleich als Boxform erschienen. Gut, wir werden mal die Folie abmachen und dann schauen wir uns das Ganze an. So, also wir haben hier einen Karton in quadratischer Form, so rum. Und dieser ist relativ hoch, das heißt, wir haben hier höchstwahrscheinlich wieder eine Kappe als Inhalt. Klassisch gehalten, wir haben hier die weiße Schrift auf schwarzem Untergrund. Shadow 030 lesen wir hier. Schwarzer Hoodie Block Panorama Box. SO 030 bzw. S030, je nachdem wie man das lesen möchte. Also das Logo von Shadow. Die 030 ja für Berlin. Shadow 030. Hier nochmal das Logo. Nochmal Shadow 030. Und auf der Rückseite, ihr hört, es klappert schon. Alles klar, hier haben wir den Inhalt aufgelistet. Album Instrumental, Block Panorama EP, Original La Classe Shadow 030 Snapback Cap, 2 Shadow 030 Sticker, einen La Classe Sticker und ein Brennpunkt 030 Poster. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Okay. Das Ganze lässt sich abnehmen, also der Deckel innen schwarz ist einzeln, nicht zum Klappen. Und dann haben wir als erstes mal die Cap. Und dann haben wir hier einen Trenner in der Box liegen, der die Kappe vom Rest des Inhaltes trennt. Habe ich so auch noch nie gesehen. Also hier so ein kleiner Zwischeneinleger, Zwischenkarton, La Classe. Die Instrumentals zum Album. Die Block Panorama EP. Das Album Schwarzer Hoodie. Dann haben wir einen Sticker in quadratischer Form, einen zweiten in rechteckiger Form und noch einen. Und dann haben wir das Poster. So sieht die Box von innen aus, komplett schwarz. Alles klar, wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze von vorne aus. Also wir haben hier den Interpreten Shadow vermummt und hier mit schwarzer Kappe, also man sieht wirklich nur die Augenpartie, ansonsten komplett vermummt, der gute Mann. Shadow 030 schwarzer Hoodie lesen wir hier. Hier ist nichts zu lesen. Und auf der Rückseite haben wir dann schon die Tracklist. Also wir haben 14 Tracks an der Zahl und wir haben Features von Sido, Nico Nuevo, Tyrone Elliott und Marvin Game. 14 Tracks und davon 4 Features. Meine Favoriten, meine Lieblingstracks sind auf jeden Fall mal das Intro, der Beat, also das Album wurde produziert von den Hijackers, die sind verantwortlich für die Beats. Die kennt man ja vor allem aus der Vergangenheit von Flair, aus der Zeit Blaues Blut. Und dann später haben die auch viel gemacht für die Maskulin Mixtapes, speziell Volume 3 und 4. Dann hat sich ja Flair mit denen zerstritten und ist nicht mehr gut auf die zu sprechen. Aber Shadow dürfte seinen Sound bei den Hijackers gefunden haben. Also das Intro, extrem geiler Beat.
mächtiger Beat und sehr, es wirkt ziemlich episch mit diesen Geigen, also finde ich echt, echt gut gemacht mit diesen Streichern. Und dann der zweite Track ist Junge aus dem Block, das ist ein bisschen deeper und eben auch gesangslastig wegen dem Feature, aber gefällt mir auch richtig gut. Also die zwei meine Favoriten, Intro und Junge aus dem Block, die sind natürlich auch in unserer Spotify-Playlist zu finden, ne? Und dann haben wir einmal hier das Booklet. Okay, hier haben wir dann einzelne Zitate aus Songs, wenn ich das richtig sehe. Jawohl. Also wir haben hier Shadow komplett in Camouflage. Shadow 030 lesen wir hier. Dann die Tracklist inklusive der Info, wer sie produziert hat. Wie gesagt, wir sehen hier schon Hijackers, jeder einzelne Beat. Und auch hier, also komplett produziert von den Hijackers. Dann haben wir hier auch wieder einen Ausschnitt. Also Texte abgedruckt. Und daneben natürlich Shadow wieder komplett in Schwarz vermummt. Schwarzer Hoodie. Dann hier wieder ein bisschen dieser Military, mehr oder weniger Camouflage-Look. Shadow 030. Danksagung bzw. Credits. Also könnt ihr euch natürlich hier gerne durchlesen. Und dann haben wir hier noch die Credits zum Album. Alles klar. Und hier nochmal Shadow nicht vermummt. Hier sehen wir mal sein Gesicht. Und hier unten haben wir auch die Adresse seines Merch-Shops. Also wenn euch die Kleidung gefällt, checkt das aus. Booklet geben wir zurück. Und dann kommen wir auch schon zu der CD. Shadow 030, schwarzer Hoodie. Klassische CD. Und dann haben wir hier auf der Rückseite auch nochmal Shadow mit Kappe tief im Gesicht. Dann haben wir die Instrumentals. Wir erinnern uns, wir hatten 14 Tracks, wir haben auch 14 Instrumentals, alles klar. Und so sieht die CD aus, also genauso wie die Standard-Album-CD, allerdings eben umgekehrt mit Weiß und Schwarz. Schwarzer Hoodie, Instrumentals. Und das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir noch die Shadow Schwarzer Hoodie Block Panorama EP. Fünf extra Tracks inklusive fünf Instrumentals. Hier haben wir zwei Features, nämlich Kate Kayauri und BTNG. Die habe ich jetzt ehrlich gesagt noch nicht reingehört. Muss ich noch machen. Die CD sieht folgendermaßen aus. Schwarz und Weiß, schwarzer Hoodie, Block Panorama EP. Diese ebenfalls in einer Papphülle. Dann haben wir drei Sticker, zwei davon im Querformat. Einmal dieser schwarz-weiße Laclas Sticker und einmal der Shadow 030 Sticker. Und dann haben wir einen quadratischen Sticker, Shadow 030, schwarzer Hoodie, das Cover abgebildet. Dann haben wir ein Poster, zweiseitig bedruckt. Auf der einen Seite haben wir eine Karte von Berlin. Also hier die einzelnen Bezirke schön zu sehen, die Viertel. Brennpunkt 030 und hier haben wir auch noch ein Autogramm von Shadow 030. Und hier unten haben wir dann die Legende, was die einzelnen Punkte zu bedeuten haben. Also blau bedeutet Gewalt, hier bekommst du auf die Fresse. Grün bedeutet Drogen, Stoff für alle. Und Rot, Prostitution, Love und so. Hier unten rechts steht noch Shadow 030. Also, wenn ihr aus Berlin seid oder mal in Berlin Urlaub macht oder was auch immer, dann könnt ihr natürlich diese Karte hier zu Rate ziehen, damit ihr wisst, was wo auf euch wartet. Auf der Rückseite, was haben wir hier? Okay, hier haben wir die Adresse nochmal genau angegeben. Also, hier haben wir wirklich jeden einzelnen Bezirk. Spandau, Reinickendorf, Mitte, Neukölln etc. Und hier steht einfach ganz klar die Adresse, also wo gibt es Liebe, wo gibt es Drogen und wo gibt es auf die Schnauze. Und hier kannst du das selber noch eintragen, was du besuchen möchtest. Alles klar. Okay,
Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch die Kappe, die Laclasse Snapback. Sieht so aus. Also ist so ein Jeansstoff. SO030 oder S030, wie gesagt. Das Logo kennen wir bereits. Fühlt sich echt gut an. Der Schirm auch aus diesem Jeansstoff. Allerdings auf der Unterseite so Kunstleder. Laclasse 030, S030 lesen wir hier. Wir haben es zu tun mit, schwer zu lesen, 100% Baumwolle als das Hauptmaterial und Innenfutter 100% Polyester. Hier noch die Waschhinweise, made in China. Okay, also hier innen überall Shadow 030 beschriftet. Hier das Schweißband, fühlt sich echt dick und hochwertig an. Hinten natürlich nochmal Laclasse aufgenäht. An der Seite links nichts und an der Seite rechts nochmal so ein Lederpatch Shadow 030. Und das hier aus Metall. Gefällt mir richtig gut. Auch wenn ich, glaube ich, eine glattschwarze bevorzugt hätte und nicht so eine Jeans dunkelgraue schwarze. Aber hat auf jeden Fall was. Hab noch keine in dieser Optik, die von Kalim letztens. Etwas ähnlich, aber natürlich keine Laclasse. Und natürlich Snapback, sehr vorteilhaft, dass man hier die Größe individuell anpassen kann. Ja, wir fassen noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Laclasse Snapback Cap. Dann dieser Plan von Berlin, dieses Doppelposter. Die drei Sticker, zwei im Querformat, eins in quadratischer Form. Die Bonus-EP in der Papphülle, Block Panorama. Die Instrumentals zum Album, ebenfalls in der Papphülle. Und dann noch die Shadow 030 schwarzer Hoodie Jewel Case, also das Album an sich. Und das alles in dieser wunderbaren Box, Shadow 030 schwarzer Hoodie. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Shadow 030 unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.